Wir haben gerade eine außerordentliche Sitzung des Ausschusses NATO-Ukraine beendet. Die NATO erkennt eine ernste Situation im Bereich des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres. Die Ukraine hat detaillierte Informationen zu den Vorfällen von gestern übermittelt. Ich habe dann auch heute Morgen ein Gespräch mit Präsident Poroschenko gehabt, der diese Sitzung des Ausschusses verlangt hat. Nach der Charta zwischen der NATO und der Ukraine kann die Ukraine eine solche Sitzung beantragen, wenn sie eine direkte Bedrohung der territorialen Integrität, der politischen Unabhängigkeit oder der Sicherheit erkennt. Alle Verbündeten brachten bei der Sitzung die uneingeschränkte Unterstützung für die Integrität und die Souveränität der Ukraine zum Ausdruck. Russland ist aufgerufen, den ungehinderten Zugang zu den ukrainischen Häfen zu ermöglichen und die Freiheit der Schifffahrt für die Ukraine im Schwarzen Meer, in der Straße von Kertsch und im Asowschen Meer zu ermöglichen. Es gibt keine Rechtfertigung für die Anwendung militärischer Gewalt gegen ukrainische Schiffe und Marineangehörige. Wir rufen Russland auf, die ukrainischen Seeleute unverzüglich freizulassen und die Schiffe freizugeben, die gestern beschlagnahmt wurden. Ich rufe zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Dieser Vorfall erinnert daran, dass in der Ukraine ein Krieg stattfindet, und zwar seit mehr als 4 Jahren. Die Position der Verbündeten ist stimmig geblieben, war immer konsistent. Seit 2014 haben alle Verbündeten die aggressiven Handlungen Russlands auf der Krim und in der Ostukraine verurteilt. Russland muss seine Unterstützung für militante Gruppierungen beenden und alle Kräfte vom ukrainischen Staatsgebiet zurückziehen. Die Verbündeten werden die unrechtmäßige Annexion der Krim nicht anerkennen. Die fortlaufende Militarisierung der Krim, des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres bedeutet weitere Bedrohung der ukrainischen Unabhängigkeit und untergräbt die Stabilität der gesamten Region. Die NATO bietet weiterhin politische und praktische Unterstützung für die Ukraine und das Volk des Landes. Die Verbündeten der NATO haben weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt. Die NATO hat die größte Verstärkung der kollektiven Verteidigung in einer Generation durchgeführt. Russland muss also verstehen, dass sein Handeln diese Folgen gehabt hat. Wir werden im Kontakt mit der ukrainischen Regierung bleiben und unsere Unterstützung unterstreichen.